Guten Mittag, es sind Lidi vom Öko-Center aus dem Pfaffendal. Ich habe schon seit 30 Jahren Kochkurs für den Mouvement Ökologique. Und da waren sie eben auf die Idee gekommen, für den Blog zu machen. Und wirklich, dass das immer ein bisschen letztlich ist, wenn ich das allein mache, habe ich mir das gleich Hilfe geholt. Und dann hast du den Stelltisch 24 geliefert. Mein Name ist Emil und ich bin schon seit 30 Jahren an der Karre-Kippe dabei. Ich habe es gefehlt. 30 Jahre. Du hast schon viel mal näher erlebt. Mama, du mir schon Mama, viel doppelknastig gemäht. Ja, ja. Du hast schon zerstritten. Ah, da doch, ja. Nimm mir zum Besten. Und wir machen dafür ein Hirsezopf. Das ist ein von meinen ersten Rezepten. Das ist auch am ersten Buch von Natürlich Genießen, Band 1. Ich soll leserlos die Rezepte vorbringen, weil Bische eben vergraf gehen, die zwei. Und dafür habe ich dann die Hirsezopf geholt, die ist das ganze Jahr fertig, die ist auch immens belegt bei den Kanner. Und wir reichen so unten, das gehen mit Sprossen. Wir können so auch, wenn ihr zum Beispiel einen Sprossen hört, da kann noch ein Porat draus schneiden oder Freuszwiebel, wenn gerne ein bisschen mehr pikant hat. Also du hast der Fantasie gar keine Grenze gesetzt. Wir holen dann die Sprossen, wenn du die Sprossen noch selber ziehst, dann hat er so ein King-Apparat und meistens sind vier so lohen. Und dann müssen sie den Mungbohnen oder egal, Alfalfa, Rettich, gibt es immens viel so, wo er kann kingen lassen. Und das müssen sie so lohen, weil sie ein Apparat und all das schaut dann da ein frisches Wasser drüber. Das sickert das durch und das Wasser, was innen auch kommt, das könnt ihr holen, für ihr Blumen zum Beispiel zu düngen. Da sind immens viele Mineralstoffe dran und das Wasser, um Gottes Willen, nicht waschgeheuer mehr, nicht ihr Blumen steckt immer da. Man kriegt natürlich auch die Sprossen in der Zwischenzeit fertig zu kaufen. Das ist dann für die bisschen mehr schnell kichern. Mir ist das aber schon interessant, so muss wir können, wenn den Martinen dann die Sprossen da kingen lässt, wenn sie dann alle Tage sehen, wie diese Wurzeln. Fand ich aber auch, das sollte auch ein probieren. Mungo-Sprossen aus. Von den Sojabohnen. Aus den Sojabohnen. Ja, die brauchen noch ein bisschen mehr lang. Können Weißkehre brauchen nur noch mehr lang. Was am schnellsten geht für Sprossen, das sind Alfalfa-Sprossen. Die gehen nur am schnellsten oder Rettich. Das ist ja auch ganz kleine Zoom und den geht die ganz schön. Die sind schnell. Aber scharf. Ne? Rettich, ganz scharf. Ja. Alfalfa, das schmeckt so ein bisschen, das kann auch am nächsten, das so ein bisschen so wie Erzen, frisch Erzen gut. Und dann machen wir für als Zopf, machen wir als Hirse. Wie gesagt, die Küchen kann die Menschen improvisieren mit Zopfhäschen und Hirsezopf. Und wir können ihn auch mal Bulgur machen, das selbe Rezept. Kann doch mal Couscous machen, die das selbe Rezept. Oder du hast irgendwie Getreide und wenn du den Mehl daheim hast, dann schau dir das ganz rein. Dann kann das Rezept auch mit dem Getreide, geschrauten Getreide zubereiten. Wir holen eben nur Hirse. Und die Hirse holen wir, weil, weißt du, was für Nummer das Hirse hat? Für was so gut das? Ja. Nein, ich weiß das nicht. Also in der Titel hört es nach der Kerl von der Schönheit. Der Kerl von der Schönheit? Königin von der Schönheit, ja. Okay. Weil das ist gut, ich meine, die Kalium dran, ich meine, es gut wird Nil, ich meine, es gut wird Tor, ich meine, es gut wird Taut. Und dafür sollen da regelmäßig Hirse zu Hause schulen. Und okay. Dafür heißt es Königin von der Das Schönheit. Hältst du als Haut. Viel zu viel spät. Okay, ja. Okay. Ja, aber, sollen wir seriös sein. Auf jeden Fall machen wir ungefähr ein gut Liter gemäß Sprit, Wasser mit gekönnte Gemüsebrühe dran. Und dann lassen wir das abkochen, dann machen wir das Hirse dran. Und dann lassen wir hier ungefähr während einer 4 Stunden 20 Minuten abkochen. Darf ich etwas fragen? Wieso du? Was ist sinnvoll, wenn ihr selber gemäß Sprit mischt? Ja. Aber just, du musst ihn dann, das ist schon sinnvoll, wenn du doch weißt, was du mit dem Gemüse noch musst. Okay. Wenn's nicht, dass du alles verkauft, der Wäschgehalt. Nein, das Gemüse, was du noch hast, das kannst du dann pürieren und das Gemüse sauber verschaffen. Yeah. Aber viele Leute, die Gemüse Brit zu machen, sind auch viele, die dann das Gemüse waschen. Das fand ich ein bisschen traurig. Das nee. Dafür fand ich so am Küb, kriegst du am lassenen Puder oder als Küb, das machen wir dann nur an das Wasser. Und dann ist Hirse dran, wie gesagt. Lassen wir die ungefähr so ein Feld schon 20 Minuten kochen. Machen wir das Feuer aus, lassen wir um Gas stehen. In der Zwischenzeit waschen wir als Sprossen. Und das ist es schon. Gutes Gewürz mit Salz und Pfeffer, Kräutersalz und Pfeffer, Kräutersalz. An der Küche überhaupt gibt es nicht viel gesalzt. Es gibt meistens Übersalz in unserer Ernährung. Weil überall, weil Salz auch Konservierungsmittel ist, also alles übersalzt. Und wir sollen einfach gucken, wie es unser Cholesterol, wie es unser Blutdruck und so, wir sollen viel, viel mehr Salz essen. Und dafür verschaffen wir an dieser Küche ganz viel Kräutersalz. Nun seht ihr schon, dass von mir Salz nicht ungerichtet ist mit Kräuter und Salz viel, viel mehr, wie wenn der normal Salz aus der Saline hat. Und dann noch
schwarze Pfeffer dran, als Mungbohnen dran und das wäre schon. Guten Appetit.